Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich möchte gleich vorab anmerken, dass es sich bei diesem Video um eines meiner Osterspecial-Videos handelt. Das heißt, ihr müsst gut Acht geben, denn irgendwo hier in dem Video werdet ihr Ostereier versteckt finden und es geht ja um die Ostereiersuche. Alle, die jetzt nicht wissen, von was ich rede, ich verlinke euch das Video mit meiner Gewinnspielankündigung und wo auch alle Details zum Gewinnspiel für euch zur Verfügung stehen. Hier und das Video werde ich euch auch unten in der Infobox den Link nochmal reinsetzen. Also wenn es euch interessiert und wenn ihr beim Gewinnspiel mitmachen wollt, dann klickt einfach unten auf den Link und schaut beim Gewinnspiel-Ankündigungsvideo vorbei. Heute geht es bei mir um einen Catrice Haul. Ich habe einige Sachen von Catrice in letzter Zeit gekauft und unter anderem auch aus der neuen Limited Edition Soft Boldness einiges eingekauft. Allerdings hat mich diese LE von Catrice nicht so sehr angesprochen und deswegen habe ich mich auch dagegen entschieden, dieses Mal ein eigenes Video für die Limited Edition zu drehen, weil ich mir einfach viel zu wenige Produkte daraus ausgesucht habe. Gleich vorab, ich habe mir natürlich alle Produkte in der Drogerie angesehen und leider haben sie mir nicht so zugesprochen. Die Eyeshadows sind jeweils in Farben, die ich jetzt nicht so ansprechend gefunden habe. Dasselbe gilt für die Lippenstifte, auch hier habe ich diesmal nicht zugegriffen. Wo ich zugeschlagen habe und was ich euch auch gerne zeigen möchte, ist das Color Correcting Powder, das Catrice in dieser LE rausgebracht hat. Und zwar sieht das so aus. Das ist eine weiße, glänzende Verpackung, die ist recht wertig, also die fühlt sich auch wirklich nicht billig oder irgendetwas an. Das kommt in der Farbe C01 Correction and Perfection. Es gibt eh nur diesen Ton, ja. Was ist jetzt das Besondere an dem Puder? Abgesehen davon, dass auch ein Spiegel enthalten ist, hat dieses Puder verschiedene Nuancen. Ihr kennt das ja sicher, die sollen ja jeweils unterschiedliche Dinge machen. Das heißt, dieser grünliche Ton ist dafür da, um Rötungen abzudecken. Der violettliche Ton soll das Licht einfangen und dieser rosa Ton hier soll den Teint erfrischen und soll die Haut strahlender wirken lassen. Ich habe das Puder jetzt nun schon einige Tage ausprobiert. Ich muss sagen, es ist sehr, sehr hell. Ich blende euch dazu auch nochmal einen Swatch ein. Wie ihr sehen könnt, kommt meines Erachtens nach gerade diese grüne Farbe sehr, sehr stark hervor. Im Gesicht ist sie mir aber nicht schlimm aufgefallen. Ich finde, das Puder ist ganz, ganz angenehm aufzutragen. Es bröselt nicht allzu sehr und vor allem, was auch noch der Fall ist, es gleicht sich wirklich super schön der Haut an. Und also es verschlimmert das Hautbild auf keinen Fall. Ob es jetzt wirklich so gut Rötungen abdeckt, weiß ich, um ehrlich zu sein, nicht. Ich habe nicht so starke Rötungen, aber mir persönlich kommt auf jeden Fall vor, dass das Puder das Hautbild verbessert. Es ist auch sehr, sehr fein und seidig glatt, also es fühlt sich sehr, sehr angenehm auf der Haut an. Weitere Produkte, die ich mir aus der LE Bold Softness ausgesucht habe, sind natürlich Nagellacke. Ihr wisst ja, ich mag Nagellacke total gerne. Dementsprechend habe ich hier auch wieder zugegriffen und ich muss gleich vorab sagen, eigentlich tut es mir jetzt schon leid, dass ich zwei Lacke davon gekauft habe. Kommen wir mal zum ersten Lack, den ich mir mitgenommen habe. Es gibt ihn auch in anderen Farben. Die erste Farbe war C04 Bold Pigmentation. Ich habe mir da eher die färbigeren Töne rausgesucht, weil ich ja diese Nude und
ganz dezenten Lacke nicht so gerne mag. Zuallererst, die Farbe gefällt mir super gut. Das ist ein Pastellton, das passt perfekt in den Frühling. Ich wäre damit von der Farbe her super zufrieden. Was ist an dem Lack besonders? Es ist ein Neopren-Effekt-Lack. Das soll ein Satin-Matt-Nagellack sein. Es steht auch drauf, dass man den Lack zweimal auftragen sollte, um einen satinmatten Neopren-Effekt zu erhalten. Ja, das Problem ist, beim ersten Mal auftragen habe ich den Lack auf den Nagel zwar bekommen, aber das Ergebnis war sowas von extrem streifig, dass ich euch das jetzt gar nicht beschreiben kann. Das hat furchtbar ausgesehen. Dann habe ich den Lack ein zweites Mal aufgetragen und da fingen auch schon die Probleme an. Es ist total schwer, den Lack überhaupt aufzutragen. Der trocknet schon am Pinsel an. Finde ich ganz furchtbar und man bekommt ihn kaum auf den Nagel. Dann war der Lack am Nagel und er hat nicht mal einen Tag gehalten. Am nächsten Tag hat das begonnen abzusplittern. Daraufhin wollte ich am Abend, weil es wirklich schon ekelhaft ausgesehen hat, den Nagellack ablackieren und jetzt kommt's, Leute. Ich habe diesen Nagellack nicht mehr von meinen Nägeln runterbekommen. Ich habe es mit allen möglichen Nagellackentfernern, die ich zu Hause stehen gehabt habe, versucht. Da hat sich einfach gar nichts getan. Ich habe dran geruppelt und geschruppelt und es ist einfach nicht abgegangen. Und ja, was tut man in dem Fall? Ich habe mir jetzt den Nagellack mit einer Nagelfeile runterfeilen müssen. Das ist Punkt 1. Super ungesund für meine Nägel. Ich war komplett angezwidert und ja, also ganz ehrlich, Caprice, dieser Lack ist voll schlecht. Ich finde das Produkt furchtbar und untragbar. Also ich werde den Lack ganz sicherlich nie mehr verwenden und werde ihn vermutlich wegwerfen. Und ich habe mir dann den Lack natürlich auch noch in einer zweiten Farbe geholt, weil ich halt so euphorisch war und mich gefreut habe, dass es jetzt eine matte Nagellacke gibt. Das ist die Farbe C01, Voluminous heißt die. Es ist ein minziger Ton, ja. Hier gilt fast dasselbe, vom Auftrag her war er aber erstaunlicherweise angenehmer, also er ist nicht vor dem Lackieren schon am Pinsel angetrocknet. Ich habe den Lack wirklich besser drauf bekommen, er hat auch dementsprechend ein klein bisschen besser gehalten, also er hat erst am zweiten Tag begonnen abzusplittern und ich konnte ihn auch ablackieren, allerdings war das auch wirklich mit sehr viel Mühe verbunden. Nun kommen wir noch zu weiteren Produkten, da ich euch ja hier noch nicht besonders viel zeigen konnte, möchte ich noch zu Neuheiten übergehen, die ich mir aus dem Catrice Sortiment gekauft habe, beziehungsweise eine Neuheit. Und zwar handelt es sich hierbei um den neuen Catrice Velvet Brow Artist, diesen Augenbrauenstift. Und hier wiederum muss ich sagen, bin ich super zufrieden mit dem Stift. Ihr habt hier oben ein Bürstchen, das ist eigentlich eh fast normal, mit dem ihr eure Augenbrauen in Form bringen könnt. Auf der anderen Seite befindet sich drinnen ein farbiges Puder, das ist natürlich wieder in der Verschlusskappe. Hier oben habt ihr einen Applikator, mit dem ihr das farbige Puder auf die Augenbrauen auftragen könnt, um Löcher zu kaschieren und das funktioniert wirklich sehr, sehr, sehr gut. Also ich bin ehrlich gesagt sehr zufrieden damit. Das wirkt nicht ganz so aufgemalt, wenn man es auf die Augenbrauen gibt. Ist das ein, sag ich jetzt mal, aschigerer Braunton? Ich habe mir ja auch die Farbe 010 Blonde Brows are a Girl's Best Friend ausgesucht. Der Ton ist aber gar nicht so hell, also mir passt das wirklich optimal und mit dem Augenbrauenstift bin ich wirklich super zufrieden. Dann möchte ich noch zu Produkten kommen, die ja leider Catrice bei der Sortimentsumstellung aus dem Sortiment genommen hat. Ich weiß nicht, ob es bei euch auch noch der Fall ist, aber bei mir finde ich in der Drogerie nach wie vor sehr, sehr viele Catrice-Produkte, die beim sozusagen Sale-Counter herumstehen. Mittlerweile wurden sie ja wirklich aus der Theke aussortiert und befinden sich so in einem extra Kisterl, entweder bei der Kassa oder vor der Schminkabteilung. Da müsst ihr euch mal ein bisschen umgucken,
denn ich habe bei einigen Produkten zugeschlagen, die ich ganz gut finde, und da möchte ich euch auch nochmal einen kurzen Überblick geben, auch wenn diese Produkte nicht mehr allzu lange erhältlich sein werden. Zum einen habe ich mir einen Nagellack mitgenommen, und zwar von Catrice den Lack in der Farbe 85 Can You See Me. Und diese Nagellackfarbe finde ich wirklich genial und unheimlich schön auf den Nägeln. Es ist wirklich ein schönes Blau, das mit der Anspielung auf das Meer, das kann ich sehr gut verstehen, nämlich in diese Richtung geht die Farbe auch. Da bin ich es, wie ich es von Catrice gewohnt bin, einfach positiv überrascht. Der Lack lässt sich super auftragen, er hält auch sehr, sehr gut. Und in Summe war das wirklich ein tolles Schnäppchen. Multistyle Matte Eyeliner, der ja anscheinend auch aus dem Sortiment genommen wird. Warum, kann ich euch jetzt gar nicht so genau beantworten, denn ich finde den eigentlich ganz gut. Der Stift ist bei diesem Multimatte Styler besonders. Er ist nämlich in so einer Art Spachtelform und man hat wirklich die Option, die dünne Seite zu verwenden, um einen präzisen Lidstrich zu ziehen, und die breitere Seite, wenn der Lidstrich etwas betonter sein soll, wenn er etwas kräftiger sein soll. Er funktioniert sehr, sehr gut, er hält wirklich wahnsinnig gut auf den Augen, also ich hatte da keine Schwierigkeiten, dass mir der am Tag oder so verwischt wird. Habe ich mir noch einen Mono-Lidschatten mitgenommen, der auch aus dem Sortiment kommt, und zwar die Farbe 900 Lila Bamba. Das ist ein glitzernder Fliederton, der wirklich mit sehr, sehr, sehr vielen Glitzerpartikeln versehen ist. Der Ton ist zwar an und für sich nicht so kräftig, aber das Glitzer kommt sehr, sehr stark hervor. Ich bin damit voll zufrieden. Ich hatte keinen so stark glitzernden Fliederton, verwende aber die Farbe sehr, sehr gern für Eyeshadows, und deswegen habe ich mir den reduziert natürlich sehr, sehr gerne mitgenommen. Und ein Produkt, in das ich total verliebt bin, das ich auch aus dem Ausverkauf mitgenommen habe, ist ein Defining Blush von Catrice. Ich weiß nicht, warum die Farbe aus dem Sortiment genommen wird. Ich finde sie großartig. Es ist die Farbe 080 Sun Rose Avenue. Es ist ein seidiges Puderrouge für einen strahlenden und natürlichen Finish. Die Farbe ist super angenehm auf der Haut. Das wirkt nicht so stark wie ein Rouge. Es macht einen leichten Effekt, aber es ist einfach nicht zu stark zu sehen. Ich mag dieses Rouge wirklich sehr, sehr gerne. Es ist ein rosenholzartiger Ton, gefällt mir wahnsinnig gut und tut mir wahnsinnig leid, dass den Catrice aus dem Sortiment nimmt. Und dann noch ein letztes Produkt, das ich mir aus dem Abverkauf mitgenommen habe. Und zwar handelt es sich hierbei um den Kabuki Brush von Catrice. Finde ich großartig, finde ich auch voll schade, dass er weg ist, aber ich habe mir noch einen ergattert. Das ist dieses typische, dieser kurze Griff des Brushes oben. Das ist sehr, sehr weich, angenehm, schön, lässt sich sehr, sehr gut damit Puder, Bronzer und ähnliches auftragen. Ich verwende ihn super, super gerne. Also Mädels, falls ihr den noch irgendwo anfindet, kauft ihn euch, weil um diesen Preis ist bei dem Kabuki Brush auf keinen Fall irgendetwas verhaut. So, ich hoffe, ihr habt gut aufgepasst, habt in meinem Video alle Ostereier gefunden, notiert euch die Eier, die ihr angefunden habt, die Anzahl. Im nächsten Video geht es mit der Ostereiersuche weiter. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Tschüss!